Please don't view these things we are saying with a political mind. Bitte schau diese Dinge nicht mit politischen Augen an. If you view it with a political mind, you will get all emotional. Wenn du das von politischer Seite her anschaust, dann wirst du super emotional. And when you get all emotional, und wenn du dann darin emotional wirst, you will actually miss the plan of God. Dann wirst du die Pläne Gottes darin verpassen. As a Christian. Als Christ. Because it's not, as I said before, it's not about a person. Weil, wie ich zuvor sagte, es geht nicht um eine Person. It's about the plan of God. Es geht um den Plan Gottes. Now, listen carefully. Hör gut zu. In the book of Luke, im Buch Lukas, chapter 23, Kapitel 23, there was a very interesting story there. Da steht eine sehr spannende Geschichte. Jesus was, please don't miss all the things I'm about to say now before we close. Bitte verpass nichts von dem, was ich jetzt sage, bevor wir in die Pause gehen. Jesus was hanging on the cross. Jesus hing am Kreuz. And on the right of Jesus, und zur rechten Seite von Jesus, was a thief. War ein Dieb. On the left of Jesus, zur linken Seite Jesu, was another thief. Hing ein anderer Dieb. Do you remember that story? Erinnert ihr euch daran? There were two thieves. Es waren zwei Diebe. When Jesus was hanging there. Als Jesus am Kreuz hing. One thief. Ein Dieb. Was blaspheming against Jesus. Hat Jesus verspottet. Or mocking Jesus. Hat gespottet über Jesus. The other thief. Der andere Dieb. Says. Sagte. Why are you mocking him? Warum machst du dich lustig über ihn? He didn't deserve to be here. Er hätte es nicht verdient, hier zu sein. We are the one that sinned. Wir haben gesündigt. We are the one that deserve to be hung. Wir verdienen es, hier zu hängen. We deserve our punishment. Und wir verdienen unsere Strafe. And then that thief said to Jesus, und dann sagte dieser Dieb zu Jesus, when you get to your paradise, wenn du, or when you get to your kingdom, wenn du in dein Reich kommst, please ins Paradies, remember me. Bitte denke an mich. And Jesus says, und Jesus sagte, today, heute noch, you will be with me, wirst du mit mir zusammen im Paradies sein. So now listen carefully. Hör gut zu. It's not that one thief was better than the other thief. Es ist nicht so, dass der eine Dieb besser gewesen wäre als der andere. Both of them were thief. Sie waren beide Diebe. Both of them have fought. Beide haben ihre Fehler gemacht. Both of them have sinned. Beide haben gesündigt. But what makes the difference? Aber was hat den Unterschied gemacht? One was siding Jesus. Der eine stellte sich auf die Seite von Jesus. And the other one not. Und der andere nicht. Okay. Just something for you to ponder about. Einfach lass das mal sinken. Because sometimes we get too emotional. Manchmal werden wir allzu emotional. We get too political. Wir werden allzu politisch. And we are not actually seeing what God is seeing. Und sehen nicht wirklich das, was Gott eigentlich sieht. So here is another thing I need to clear up. Dann möchte ich noch etwas weiteres klären. Before the election. Vor den Wahlen. There were so many prophets. Gab es unglaublich viele Propheten, well-known prophets, bekannte Propheten, America, different nations of the world, India, Africa. In Amerika, in verschiedenen Nationen der Welt, in Indien, in Afrika. They all went online and in different ways they could pass the information to the world. Sie gingen alle online und auf verschiedene Arten haben sie diese Information der Welt weitergegeben. And the Vatican said. Und sie haben gesagt, the next president of America is Donald J. Trump. Sie haben gerade hinaus gesagt, der nächste amerikanische Präsident wird Donald Trump sein. Many, many of them, they said it. Viele haben es gesagt. And they repeated it. Haben es sogar wiederholt. But let me say something here to help us. Ich möchte hier noch etwas sagen, was uns helfen wird. As body of Christ. Als Leib Christi. You see, when God gives us prophecy, weißt du, wenn Gott uns eine Prophetie gibt, God has made a choice. Gott hat eine Wahl getroffen, but the people have also to make a choice. Aber die Menschen, das Volk, muss auch ihre Wahl treffen. Because God is such a good God, Gott ist ein so guter Gott, that he doesn't come against the will of the people. Dass er nicht gegen den Willen des Volkes ankommt.
He doesn't come against the will of the people. Er kommt nicht gegen den Willen des Volkes. So I want you not to be disappointed. Also sei nicht enttäuscht. In case you know some of those big prophets. Falls du irgendwelche dieser großen Propheten or small kennst prophets, oder dieser kleinen Propheten, that they have prophesied, die prophezeit and haben it didn't come to pass. Und es dann nicht geschehen and ist. Maybe you are wondering, vielleicht fragst du dich, why did it come to pass? Warum ist es denn nicht passiert? Let me explain it. Ich möchte das erklären. Number one, als erstes you have to know, musst du wissen, when God gives us prophecy, wenn Gott uns eine Prophetie gibt, when God gives us prophecy, wenn uns Gott eine Prophetie gibt, every prophecy has a condition to it. Jede Prophetie ist an Bedingungen gebunden. Because if it has to do with human beings, weil wenn es mit Menschen zu tun hat, it has a condition to it. Hängt eine Bedingung dran. For example, zum Beispiel, if God says, wenn Gott sagt, I should tell you, ich soll dir that sagen, by 12:15, dass um 12.15 Uhr today, heute, he wants you in Bahnhof, er möchte, dass du dann am Bahnhof bist, you still have your choice, dann hast du immer noch die Wahl, to decide, du musst dich entscheiden, if you will go, ob du dahin gehst oder nicht. You still have your choice. Du musst dich noch entscheiden. I just communicated to you what God says, ich habe dir einfach weitergesagt, was Gott sagt. But you have to decide. Aber du musst dich entscheiden. And I think I probably was one of the prophets, und ich denke, ich war einer der Propheten, before American election, der vor den Wahlen in Amerika that did not say, nicht gesagt hat, that the Lord said, Donald Trump will win, dass der Herr sagt, Donald Trump wird gewinnen. You heard it now from the video. Ihr habt es live sozusagen aus dem Video gehört. I said, ich sagte, Donald Trump is God's choice. Donald Trump ist die Wahl Gottes. That's the wisdom. Das ist Weisheit. That's the wisdom. Da ist die Weisheit. I said, Donald Trump, ich sagte, Donald Trump is God's choice. Ist die Wahl Gottes. Beth. Aber the last time I look at the spirit, als ich das letzte Mal in den Geist schaute, I see that everything is coming against him, sah ich, es kommt alles gegen ihn. And it's very possible that he will lose. Und es ist sogar gut möglich, dass er die Wahlen verliert. But aber when he lose, wenn er verliert, God help America and God help the world. Möge Gott Amerika, möge Gott der Welt helfen. We have to pray. Wir müssen beten. Just to prove to you, einfach um dir zu bestätigen, what I said is correct, dass das, was ich sagte, stimmt. And the way I said it is correct. Und die Art, wie ich es sagte, stimmt. Immediately the official announcement was made, direkt nachdem offiziell verkündigt wurde, that he has lost, dass er die Wahlen verloren hat, then the Capitol was da attacked. Wurde das Kapitol angegriffen. Do you know what that symbolizes? Wisst ihr, was das heißt? It's the beginning of crisis, der Anfang einer Krise in the world. In der Welt. That's what it symbolizes. Das steht dafür. That's what it symbolizes. Dafür steht das. And so we have to pray. Also müssen wir beten. Now God is a merciful God. Gott ist ein barmherziger Gott. He can change things. Er kann Dinge verändern. Turn things around. Kann Dinge umdrehen. Work it in our favor. Und es zu unseren Gunsten we ausarbeiten. We have seen that many, many times with the children of Israel. Das haben wir unzählige Male schon gesehen, wenn wir die Kinder Israel anschauen. That even when God have decided he's going to punish them. Dass selbst als Gott sich entschieden hatte, dass er sie bestrafen würde. They turn around, began to cry to God. Sie haben umgekehrt und haben zu Gott geschrien. And God hears their cry. Gott hörte ihren Schrei. And God have mercy on them again. Und hat sich über ihnen erbarmt. So we have to pray. Also müssen wir beten. We are in that point now, wir sind jetzt an dem that we Punkt, have to pray for our world, wo wir für unsere Welt if we beten take müssen. It lightly, wenn wir das einfach so leicht anschauen and take it for granted, und das selbstverständlich hinnehmen, we will enter very, 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 very dangerous time that we don't like to see. Dann kommen wir in eine sehr, sehr, sehr gefährliche Zeit, die wir lieber nicht erleben möchten. In this time and season we are living in. In dieser Zeit, in der wir leben, it's not just to be talking. Geht's nicht einfach nur darum, dass wir schöne Worte and reden arguing with one another. Und miteinander diskutieren. No, it's the time to go into spiritual warfare. Es ist die Zeit, wo wir geistlich Kampf führen müssen. It's the year of the spirit. Es ist das Jahr it's des time Geistes. To fight the battle in the spirit. Es ist das Jahr, wo wir im Geist den Kampf bestreiten yeah, I müssen. Believe with all my heart, ich glaube von ganzem that Herzen, even if the person there is a wrong person, selbst wenn die Person, die da an der Macht ist, die falsche Person God ist, Almighty, der allmächtige Gott, is still in the business of saving people. Er ist immer noch im Geschäft, Menschen zu retten. Isn't that true? Oder?
God can still save. Gott kann immer noch retten. God can still transform. Gott kann immer noch Veränderung bringen. And that is what we should rather focus on now. Und genau darauf sollten wir uns jetzt viel eher fokussieren. Because there is no need. Weil es bringt nichts. Of crying over spilled milk. Es bringt nichts, wenn wir über bereits verschüttete Milch noch nachweinen. The thing has happened. Es ist bereits passiert. So we have to pray. Das heißt, wir müssen beten. That God will pilot it in the correct direction. Dass Gott das Flugzeug auf die richtige Richtung umleitet. So I tell you, und so sage ich dir, the only reason, der einzige Grund, God was saying, warum Gott sagte, Donald Trump assignment is not over, der Auftrag von Donald Trump ist noch nicht vorbei, is because ist of his agenda, God's agenda. Wegen seinen, not because of Donald Trump's agenda, Gottes because Plänen, of God's agenda. Wegen Gottes Plänen, nicht wegen den Plänen, die Donald Trump hat, wegen den Plänen Gottes. Tell me in the whole universe, sag mir, wo im Universum, as crazy as Donald Trump was, so verrückt dieser Donald Trump vielleicht auch gewesen sein mag, which president, welcher Präsident, ever have that level of boldness, hatte je diese Ebene an Mut, to stand for God, für Gott hinzustehen, like he did, so wie er es gemacht hat. No, tell me, sag mir, wer in all the 45 presidents, die ganzen 44 presidents America have had, 44 Präsidenten, die Amerika bereits hat, there's nobody, nicht einer, that had that crazy authority, hatte diese verrückte Autorität, to stand for God, so für Gott einzustehen. So, never forget, also vergiss nie, the story of the two thieves, die Geschichte mit den zwei Dieben. Always remember that. Denk because, immer daran. Because it really helps you, weil das kann uns wirklich helfen, to understand what is happening, besser zu verstehen, was in passiert our world today, heute in unserer Welt. So, my other prophet colleagues, meine anderen Prophetenkollegen, that went out and they said Donald Trump will win and Donald Trump didn't win, die rausgingen und sagten Donald Trump wird gewinnen und er hat nicht gewonnen, please don't crucify them, bitte kreuzigt sie nicht, don't crucify them, kreuzigt sie nicht, and don't be disappointed, und seid auch nicht enttäuscht, when God gives us revelation, weil wenn Gott uns eine Offenbarung gibt, it's left for us, dann ist es uns überlassen, to take it through a certain process, dass wir die Prophetie durch einen Prozess mitnehmen and to know how to communicate it, und wissen, wie wir die kommunizieren sollen.